So, da hinten hängt eine Wand. Letzte, genau. Vielleicht machst du Katsching. Hoffe ich zumindest. Was ist das? Mach ja. Den Baustellenbereich frei. Schau, was hat man an? Katsching. Jawohl. Bumm. So sieht's aus. Da kommt die nächste Etage. Ja. Müssen wir da gießen? Genau. Und eigentlich könnten wir doch zwei Fertigwände Wagen holen, oder? Ja, aber die stehen oder sich doch nur im Weg rum. Ja, aber sie stehen da nur rum. Wir brauchen ja auch wieder einmal Armierungseisen, glaube ich. Ach ja, stimmt, da ist ja auch... Nee. Keine Armierungseisen, wir brauchen Isoliermaterial. Ja, oder Isoliermaterial, genau. Genau, das hole ich eben. Hm? Und, ja. Ich hole mal eben. Das steht hier aber wieder nicht. Kommt gleich wieder, wenn ich mit dem Gießen fertig bin. Ja, genau, wahrscheinlich. So, ich fahr mal eben los. Ja, nicht, dass wir jetzt zu früh da sind, ne? Ich mach das erst, wenn das aufklopft. Herr Finch, Sie sagen mir Bescheid, wenn Sie einen neuen Kies brauchen, ne? Ja. So, Leute, wir eben schnell dahin. Wir holen mal die nächste Etage. Oh, das war die Helga. Scheiße, ich bin über die Helga gefahren. Wie tue ich sowas? Hab sie gar nicht gesehen. Hat die Ehepaar eventuell da einen Freund ausgespannt oder so? Dass sie so ein bisschen Rachegefühle in sich tragen? Kann das sein? Bitte? Nein, die Helga ist doch... Also doch. Nein, Helga arbeitet im Altersheim. Ja, da heißt ja nichts. Die hat genug Freunde, also das kann nicht sein. Die Altersklasse ist nicht meine Altersklasse. Zumindest jetzt noch nicht. So, ich bleib mal hier so stehen. So. Ich warte, bis aufblüppt. Wir sehen ja da, der Finchi gießt. Ja, und ich hole mal wieder. Hallo! Wir sind schon bald per Du, so oft wie ich jetzt hier vorbeikommen muss. Sind ja eigentlich schon per Du. So, wir brauchen 8, wieder 5 hier. Also halt immer dasselbe. Eieiei. Wird ja einem schwindelig. Ich glaube, wir sollten uns mal abwechseln nachher, Herr Hoxton. Ja, möglich. Aber ich wäre trotzdem für 2 L. Ach, bei mir hier. Bei ihm wollte ich doch gar nicht. Können Sie gleich die Ladung mal einmal. Und schon ist er wieder weg, der Kleine. Herr Hoxton, der. Unglaublich. Ich hab mir gleich, ich geh mal wieder. Warte, bis blöppt. Ich spreche nur davon, er kann die Ladung ja mal eben befestigen. Da hört er nur Arbeit und schwupp ist der Herr Hoxton wieder weg. So, hier wird gegossen, seht ihr? Der Finchi macht das gerade. So, kannst holen. Und? Jawohl. Einmal Isoliermaterial. Sie macht das gleich. Und schwupp war er schon fertig. Ja, wir sind ja die ruckzuck. Blöd. Genau. Einmal, ne? Immer blöd, Kadi. Einmal, ja, glaub. Moment. Also das passt ja nicht mehr aufs Firmenschiff. Einmal Isoliermaterial, ja. War so eine Idee von meinem Vater. Ruckzuck. Genau. Ja, da war ja immer so ein bisschen ruckzuck. Aber das passte leider nicht mehr aufs Firmenschild. Weil da wollte er damals sparen an der Stelle des Firmenschildes. Und ja, da war er knausig. Er ist ja ein alter Schotte. Er ist ja ein Abkömmling der Schotten. Der MacGeitz. Genau. Hab ich damals auch von gehört. Aber ich glaube, da sind viele Bauunternehmer. System Geiz. Jo. Was ja auch nicht schlecht ist. Aber wir haben uns ja, also ganz ehrlich, wir haben uns ja so richtig gemausert, ne? Ja, das stimmt. Und sie mal so überlegen, so die Anfangszeiten im Dorf noch.
Und ich habe ihnen immer ihre Wünsche erfüllt. Das stimmt. Und sie wollten ja eigentlich nicht in die Stadt, ne? Weil ja, ich habe gesagt, ne, überlegen sie sich das ganz genau. Ja, da haben sie recht gehabt. Ihr Vater hat alles aufgebaut, aber die haben das ja alle zu einem guten Preis verpachtet. Das stimmt. Die haben es ja nicht verkauft. Das war ja auch der Sinn der Sache, dass wir gesagt haben, oder sie gesagt haben, dass das nicht in Frage kommt, dass es verkauft wird. Ja, das stimmt. Hätte ja nur verpachtet werden. Natürlich doof, dass ich mit so einer Karre da hinfahre und immer nur so ein Teil abhole, ne? Aber naja, so ist es nun mal. Sagen Sie mir Bescheid, wenn ich lösen soll, oder? Mhm. Komm ich nochmal zurück, das kommt. Ich bin auf the way. Ja. On the way. Also Sie sind der Lösemann. Der Lösemann wird wieder gebraucht. Was ist das denn, Herr Hox? Ja. Sind Sie geschafft heute? Ja, so ein bisschen. Ah, oh, das höre ich ja gern. Freut sich der Bundi auch. Oh Scheiße, ich habe die Ladung gar nicht gesichert. So, Sie können einmal entsichern, Chefin. Da muss ich einmal bremsen. Moment. Aber weißt du, Don, dafür habe ich letztes Mal dann irgendwann mal einen Anschiss gekriegt. Wieso? Ich habe die Ladung gesichert, der. Ich hab das gerade vergessen. Aber ist ja nur ein so eine Palettchen, ne? So, wird dir das angezeigt, Finchi? Die Palette? Ja. Gut. Oh, dann kann ich den Auflieger ja auch wieder zurückgeben. Einmal. Oh. Falsch. Jawohl, aber wieder umgekippt. So, erledigt. Dann verkaufe ich mal eben den Auflieger. Dann ist der auch wieder weg. So. Und ich spring mal wieder in den Springwagen rein. Moment. Da. Ja. Ja, das geht jetzt erstmal so weiter. Ich höre mich doppelt. Das kann sein. Ja, bei mir nicht. Ja. Ah, jetzt wieder. Okay. So. Die nächste Ladung kommt. Dann leihen wir uns wieder ein L-Cover aus, ein Anhänger. Ja, und so geht das jetzt erstmal weiter. Immer so weiter. Wollen wir den Zuschauern das zeigen? Na ja, ich meine, wir sind jetzt gerade 8 Minuten dran, ne? Nein, ich meine das nicht. Ich meine die nächsten Etagen. Nee, ich glaube nicht. Leute, weil es ändert sich nicht. Es bleibt immer dasselbe jetzt. Schaut mal. Ne, das ist immer jetzt Nummer 4. Gießen. Ne? So, dann musst du aber was holen. Ich gucke auch mal hier rein. Abschnitt 5, wieder gießen, dann muss ich Wandgrundierung holen. Dann wieder fertig, wenn genau, Abschnitt 6. Immer 8, 8, 5, 4. Und immer, das ist jede Etage. Genau. So geht das immer weiter. Abschnitt 6, da muss ich eine Wandversiegelung holen und dann wieder Wände. Das geht also immer ich so sagen, weiter. Wir zeigen euch das, wenn wir dann die. Wenn wir die letzte Etage machen. Wollen sie echt so? Ja, gut. Oder mittendrin nochmal, damit ja, vielleicht, sie sehen, damit die sehen, wie hoch das ist. Wo sehe ich das? Ja, also der Abschnitt, die Abschnitte bleiben jetzt immer gleich. Außer, dass unser Geld natürlich dementsprechend mehr wird, aber... Was? Aber wir haben auch Ausgaben, ne? So ist das ja nicht. Ja, sie können die können auch die Ausgaben ein bisschen... kleiner machen, indem sie hingehen und die Schwerlastzugmaschine einlagern. Die braucht eine gute Idee. Brauchen wir nämlich nicht. Oder und den kleinen Brötchenwagen auch noch. Und auch weg. Der kleine Brötchenwagen? Holen Sie damit nicht immer die Sachen ab? Nee, ich hole mit dem Brötchenwagen mit Kran die Sachen ab. Wir haben doch gar keinen kleinen Brötchenwagen mehr draußen, oder? Warten Sie, ich guck mal. Mm-hmm.
Sperrlastzugmaschine kann weg, ja, ne? Kann weg. Die ist weg. Und der kleine Pritschenwagen. Tatsächlich, den haben wir auch noch draußen. Pinkel mal hier an die Hausmauer, ja? Nein! Doch. Nein! Warum darf ich das denn wieder nicht? Das machen Sie bitte nicht. Die verbietet einem auch alles, ey. Du darfst nirgendwo hinpissen, gar nichts. Doch nicht, ey. Das ist, glaube ich, jetzt nicht. Das ich wollte hier bei dem. Nicht. In dem Haus hier da, wollte ich alles pinkeln da an der Wand. Jetzt habe ich die Ladung wieder befestigt. Warum darf ich das denn nicht? Sie machen nämlich hier Kirre mit ihrem Pinkeln. Hören Sie auf damit. Ich bin drauf. Ich kann nicht wissen, was ich. Komme mit der nächsten Ladung. Schnappen Sie sich lieber eine Zugmaschine. Wir haben hier noch jede Menge Ladung. Ich möchte gar nicht wissen, was da abläuft. Guck. Möchtest du das wissen, Finchi? Nee. Dann Sie sind doch derjenige, der pinkeln muss. Bei Ihnen läuft das normal, ne? Bei mir. Wie viel hast du noch in den Gießkeller da drin? Ich glaube 29 oder 39, irgendwie sowas. Sollen wir den noch einmal voll machen? Ja, mach voll. Oh, ihr Lieben, habt ihr gehört, ne? Wir kommen vom Pinkeln auf den Gießkeller. Das sind Übergänge hier, also nehmt euch da mal bitte kein Vorbild über. Wo Finchi sehe ich nicht, wie viel ich da jetzt reinballer. Boah, jemand hört es auf zu laufen. Hast du nicht. Boah, da brennt, ne? Oh, Chefin, die Gitter können weg. Ja, ja. Nachschub kommt. Boah, Kübel ist voll. Ich werde jetzt, absatteln und zur Firma Dingsbums da fahren. Amiros Eisen sind Auto, Isoliermaterial. Ja. So, Chefin, ich fahr mal los, ne? Ja. Ich bin hier bei Man Finch, der ist jetzt gleich hier wieder beschäftigt. Warum machen die das jetzt? Oh, wir machen Stechen hier. Yeah, wir machen Stechen, wer ist schneller? Ich bin bei der Zumaschine oder du mit deinem kleinen Sprint. Ich war schneller. An welcher Stelle der Finch mir da anspricht. Ja, können Sie einmal lösen, komm bitte. Es wird immer schneller bei der Finch. Ich glaub das jetzt nicht, ey Leute. Ich war schneller. Ich kann nicht mehr zu Herrn Hoxen. Ich kann nicht lösen, Sie müssen lösen. So, Pitschenkran. Pitschenwagen mit Kran. Bitte. Ach so, der steht da. Ja, ja, genau. Dann machen wir das. Kann ich die mit schon holen oder muss ich warten? Wagen? Ich glaube, ich muss warten, ne? Hm. Oh, so, da können wir weiterarbeiten, ja. Ich muss warten, bis der Schritt fertig ist, oder? Hm. Oh, ich direkt hier vorne hin. So, dann kann ich den Anhänger auch sofort verknüpfen. So, dann springe ich mal wieder in die Zugmaschine rein. Fahr einfach weiter. Wunderbar. Komm mal, ich muss warten, bis sie das Ding da verkauft haben. Ja, kann ich hier nichts kaufen. Man kann auch wieder jeden stellen. Was denn für ein Ding verkauft? Ich muss noch ein alten. Mein Gott, ey. Ich bin bei der Fertigwand. Ich weiß auch nicht, was ich los ist. So. Leihanhänger will ich haben. Können Sie noch machen? Ja.
war erfolgreich, steht da jetzt. Guck ich mir das an. Sind noch drei Stück da. Aber wie die funktioniert das? Steht da einer? Da steht einer, aber da ist nichts drin. Okay, dann kaufe ich jetzt. Ach so, ja. Ach, sind sie jetzt auch hier? Ich stehe neben der, weißt du? Ach, sie sind ja. Das ist ja überraschend. Sie sind ja auch hier. Sind ja da. Over Frage, Tussi, ey. Wie kommen Sie denn hier hin? Mit einem LKW mit einem. Welchen nehme ich denn jetzt? Ja, jetzt hast du, glaube ich, ein bisschen zu viel gemacht, Fräulein. Nö. Nicht schon. Glaube nicht. Bleib stark. Mal die 5, ne? Ist egal. Du Arschloch! Das ärgert sie, die Chefin. Nein. Was machen Sie damit? Nix, nix. Was ist denn hier los? Jetzt waren die beiden einmal alleine. Ich glaub das jetzt nicht. Das ist ja immer doof. Wo fahren Sie? Wo fahren Sie hin? Wer schneller da ist. Haben Sie ein Navi oder was? Nee. Autopilot oder? Ja, ich glaube, ich bin schneller da. Wenn Sie meinen? Ich meine. Denken Sie an die Helga. Da ist sie nicht schneller, ey. Sau. Haben Sie jetzt zu Ihrer Chefin Sau gesagt? Ich hab dumme Sau sogar gesagt. So, die Gitter können weg. Ja, ich komme schon. Wo denn? Da. Oh Gott, ey. Ich mach mal irgendwie Gitter weg, sonst wird das hier nix. Oh. Noch nicht wahr. Ja, ich weiß, ich stehe. Ja, ja, ist ja gut. Ich war ja schon zurück. Ist ja gut. Ich weiß, dass ich auf dem Bürgerdienst stehe. So, jetzt ist ja der Höchsten wieder da. Genau, der Höchsten ist da. Der kann jetzt die Ladung wieder lösen. Oh. Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Ich glaube, ich soll den Auflieger da gar nicht hinstellen, aber naja. Redet mal ein bisschen ein. Genau, gut. Lass runter. Alles klar. Können Sie meinen, da ein. Haben Sie den anderen Anhänger schon abgehangen? Nee, ne? Ich kann ihn ja wohl nicht abhängen. Weil der muss ja wohl dahin, wo der hier steht. Genau.
Warum kann ich den nicht einparken? Was ist da los? Ach so, ich muss ihn zurückgehen. Okay. Gut. Aber wir müssen natürlich jetzt warten, ob die nächste Frau abschlägt. Was? Dann nehmen wir euch noch mit. Und dann, das seht ihr, dass sie dann hochkommt. Also, nicht was hochkommt, sondern wie das Gebäude hochgeht. Merken Sie eigentlich nichts, Chefin? Merken Sie eigentlich gar nichts? Die merken nichts, ne? Bitte? Dann machen Sie mal die Straße frei, oder was? Oh. Das ist eine Flöte, ey. Wo hat die den Führerschein gemacht? Ich wüsste jetzt wo, aber egal. So. Ich bin gleich der nächste Bauabschnitt kommt und seid ja wieder dabei. Also macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Okay, tschüss.